Nachdem ich mich also in letzter Zeit etwas mehr mit YouTube beschäftigt habe, habe ich mir angeschaut, wie die Views von der Serie so sind. Sekunde. Und Folge 5 der Serie hat sich fast niemand angeschaut. Vielleicht lag das am Titel. Manchmal ist den Leuten der Titel wichtiger als der Inhalt. Und ich schätze mal, Dauerfeuerball klang jetzt nicht so interessant. Dabei ging es in der Folge um die zweite Hälfte von der Quest mit dem vergifteten Brunnen und um den Butcher, gegen den ich gekämpft habe. Was ja auch ein, finde ich, spannender Kampf gewesen ist, zumindest anfangs. Und deshalb habe ich die Folge einfach mal umbenannt in Facing the Butcher, falls sich das jemand mal anschauen möchte. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte den Butcher übersprungen, was man ja... Sie sehen aber nett aus. Ist das dieser Zauber? Guardian Spell. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte den Butcher übersprungen, weil das ja etwas ist, was man durchaus machen kann. Im ersten Durchgang. Einfach noch weiter hochleveln. Vielleicht auch noch das Spiel neu anfangen und dann mit neuer Rüstung sich den Butcher stellen. Das kann man auch machen. Aber nein, ich hatte ihn tatsächlich noch im gleichen Level. Wow. Nein! Nein! Auf der gleichen Ebene bekämpft, wollte ich sagen. Ich habe heute aber irre viel Glück gegen diese Horn Demons. Normalerweise rennen sie nicht so schnurstracks an mir vorbei. Ach, ich muss den Eingang blockieren. Hier. Bisschen zu spät dafür. Ach, hier ist gar nicht mehr so viel. Bis auf diese schöne Truhe. Schon wieder fast voll. Staff of Lightning Wall. Wow. Ich liebe Gratis-Zaubersprüche. So, hier sind wahrscheinlich auch wieder Horned Demons. Lauf, 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 lauf. Ging eigentlich. So. Der Raum daneben jetzt. Tatsächlich, da hatte ich noch was übersehen. Und ich bin voll. Stadtzauber. Und ab durch die Mitte. What ails you, my friend? Hello, my friend. Stay a while and listen. Den hebe ich mir auf. Gut, dann behalte ich den Schild. Der Rest kann weg. Und den Stab natürlich. Und den da hinten auch noch. Brauche ich den hier wirklich? Wieso habe ich den noch? Firebolt. Nö, den brauche ich nicht unbedingt. Wow, what can I do for you? Firebolt hat sich jetzt ja nicht als so nützlich herausgestellt. So. Hm.
Lohnt es sich, den jetzt noch zu kaufen oder soll ich besser auf den nächsten warten? Ich meine, ich könnte ihn mir gleich leisten. Sehr schöner Schild, super Schild. Der war auch. Buff, Schock! 2 bis 12 Schadenspunkte? Hier sind aber richtig schöne Sachen. I sense a soul in search of answers. Na, von wegen, ich kann mir das andere Ding kein leisten. Dafür reicht das wohl noch nicht so ganz. Aber lasst mich mal kurz überlegen. 2 bis 7. Gut, das zu überbieten wird nicht schwer. Mit dem hier mache ich 60% mehr Schaden, also 3 bis 7,5 oder sowas. Ne? 3 bis 8 sagen wir mal. Und natürlich plus Hit Chance. Wenn ich es mir leisten könnte. Kann ich nicht also weit im Text. Und der hier macht 2 bis 12, hat aber keine zusätzliche Trefferchance. Ich warte noch. Der Helm würde mich noch interessieren. Magieresistenz. Wird wahrscheinlich bald interessant. Soll ich? Wow, what can I do for you? So was habe ich mir früher mal gekauft, um die Bücher lernen zu können. Plus 11 Magic. Wenn man das Geld über hat. So. Oh, Schaden sinkt auch. Gut, dann ziehe ich ihn erstmal nicht an. Vielleicht ein bisschen Gold verschwendet, aber ich werde ihn wahrscheinlich später noch brauchen. So, habe ich hier unten alles? In der Halle der Toten? Ach so, ich war voll. Nichts mehr da? Nicht ins Feuer rennen. War da hinten wirklich nichts mehr? In dem großen Raum? Wahrscheinlich nicht. Bis auf diesen einen Zauber. Ha! Hier ist ein Geheimraum. Damit ist dieser Knochen
diese Krankenquest erledigt. Weiter geht es mit Ebene 6. Keiner da? Au. Du. Ich dachte, ich hätte ein paar gute Treffer hinbekommen, aber er ist davon unbeeindruckt. Dr. Flash. Schön, wenn man ein paar Zaubersprüche lernen kann und nebenbei auch noch die Mana-Vorräte wieder auffüllt. Moment, Moment. Da kamen Pfeile von beiden Richtungen. Au. Gut, dann kommt ihr eben einzeln rüber. Damit kann ich leben. So, Goat-Schrein müsste der mit den zufälligen Zaubern sein. Ich guck mal kurz. Nein. Sieht nicht so aus. Doch, doch, Goldschrein. Also lasse ich das. Staff of Elemental? Also, das Spiel ist schon sehr großzügig, was diese Zauberstäbe angeht. Sehr großzügig. Magie. Werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Aber vielleicht kann ich es dann gut verkaufen. Er hatte was fallen lassen. Ach, eine Maze. Ich nehme sie mal mit. War hier noch was? Ein Schild. Sieht halbwegs wertvoll aus. Ich nehme ihn mal mit. What should you do with the drunken sailor? What should you do with the drunken sailor? What should you do with the drunken sailor? Early in the morning. What ails you, my friend? My friend, stay a while and listen.
Well, what can I do for you? Mace hat ganze 50 Münzen gebracht, also war jetzt nicht gerade der Jackpot. Den Helm kann ich mir wirklich sparen. So, wieder etwas Geld gespart. Zusammengespart. Das repariere ich. Der wird leider verkauft. I sense a soul in search of answers. Nice. Und dann geht's auch schon weiter. Diese kleine Ecke hier ist mir entwischt. Glowing Shrine. Eat arrows. So langsam bin ich versucht, diese Oil of Accuracy Tränke oder Öle, besser gesagt, für den nächsten Bogen aufzusparen. Anstatt sie jetzt noch für den aktuellen zu benutzen. Also, was habe ich mir aufgeschrieben? Glowing. Ist okay. Knowledge is power. Ich weiß nicht, was es macht, aber es wird wohl irgendetwas Gutes gewesen sein. Hoffentlich. Ich habe mir nur die Namen der Schreine aufgeschrieben, die ich meiden sollte. Kleiner Trank. So. Ach, hier hinten ist noch etwas. Noch jede Menge. Das könnte interessant sein. Habe ich ihn? Ja. So, ich pausiere das mal kurz, weil sich im Nebenzimmer mein Handy meldet.